Ich war vor kurzem auf einer Demo in Frankfurt-Oder-Słubice, also genau an der Grenze und quasi in Polen und Deutschland gleichzeitig auf einem CSD oder Pride-Parade. Und ich hatte schon lange nicht mehr so Angst auf einer Pride-Parade. Und da waren Kinder, die wollten uns mit Eiern bewerfen. Und das waren Kinder, die waren 11. Die haben uns mit hasserfüllten Gesichtern angeguckt. Und mit Eiern in der Tasche. Dieses Jahr ist es so, dass wir mit diesem Projekt, das wird getragen von den Bundesarbeitsgemeinschaften Jugendarbeit und Mädchenpolitik, dass wir mit diesem Projekt vom Bundesministerium gefragt worden sind, ob wir zu der EU-Ratspräsidentschaft, die im zweiten Halbjahr jetzt dieses Jahr 2020 ist, für Deutschland ist, ob wir da noch ein Seminar machen können, was einen internationalen Charakter hat. Also wo wir mit deutschen, polnischen und österreichischen Jugendlichen ein Seminar zu Geschlechterfragen veranstalten wollen. Es ist eine Veranstaltung im Rahmen von unserem Projekt Mein Testgelände und es geht um Geschlechtergerechtigkeit, Gleichberechtigung im europäischen Blickwinkel, weil es eine Veranstaltung ist im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Ich habe gerade von einer Teilnehmerin gehört, dass sie erzählt hat, sie ist tatsächlich über die offizielle Seite der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland auf unser Seminar gestoßen und hat sich da angemeldet. Das fand ich auch ganz schön, dass wir sozusagen tatsächlich in diesem europäischen Rahmen auch sichtbar geworden sind und darüber auch eine Teilnehmerin gewonnen haben. Ja, die haben Workshop-Leiterinnen in der Gruppe, die mit ihnen auch ganz viel methodisch und mit Körper und mit rausgehen und ganz vielen Action-Geschichten arbeiten und die Rückmeldung ist bisher sehr positiv. Also ich bin hierher gekommen, weil ich noch mehr über das Thema Gleichstellung erfahren möchte und mich einfach gerne weiterbilden möchte zu dem Thema, weil es ein sehr sensibles Thema auch ist. W czasie tego spotkania die Themen in dem Seminar, die diskutiert worden sind im Bereich Gender, waren vor allem Rechte der LGBTQ-Leuten und auch Ereignisse, die darauf Einfluss hatten, sowohl in Deutschland als auch in Polen. Wir haben auch darüber geredet, wie die Situation jetzt ist und wie es in der Vergangenheit war. Wir haben auch erwähnt, was wir ändern möchten in diesen Gesellschaften, in denen wir leben. Wir haben auch das Thema Gleichheit der Geschlechter angesprochen. Und dann, was für mich sehr spannend war und ich habe noch nie so viel dazu erfahren, war das Leben von Transsexuellen, aber auch von Drag Queen und Drag King. Das habe ich noch nie so erlebt. Es war super interessant, weil mit diesem Thema habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Klar, man kennt aus dem Fernsehen zum Beispiel Olivia Jones, aber so damit befassen tut man sich eigentlich nicht alltäglich, glaube ich. Zum Thema Gender haben wir, würde ich sagen, vor allem an Drag gearbeitet, Drag Kings in dem Fall. Weil in diesem, wenn ich ausprobiere, die Rolle des vermeintlich anderen Geschlechts zu spielen, finde ich, spürt man total, was Gender eigentlich ist. Also dass es nämlich eine Rolle ist und gar nicht so wahnsinnig viel mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat. Zumal wir uns jetzt auch nicht die Brüste abgebunden haben und trotzdem kommt irgend so eine andere maskuline Energie rüber und gleichzeitig lerne ich ganz viel über diese Energie. Also ich merke, ich übertreibe die, die stimmt vielleicht gar nicht oder ich merke, huch, das fühlt sich stark an, aber ich merke auch, es fühlt sich gefangen an oder jede macht irgendeine andere Erfahrung.
Tak, myślę, że jest bardzo wiele podobieństw w myśleniu. Ja, es gibt viele Ähnlichkeiten in der Denkweise von Deutschen und Polen, was LGBT, Gleichheit, Gender angeht. Manche Sachen sind sogar identisch. Wir haben ähnliche Sorgen, wir haben ähnliche Erwartungen. Vieles ist für uns ganz normal, beispielsweise was Rechte angeht von solchen Menschen. Aber trotz dieser Ähnlichkeiten sehen wir das immer noch problematisch, dass die Wirklichkeit sich zu langsam ändert. My tyle podobieństw w swoim myśleniu, to niestety nie przenosi się to na rzeczywistość, bo allerdings ist in Deutschland das schon viel fortgeschrittener, desto trauriger ist es für uns Polen, dass es bei uns nicht so fortgeschritten ist, aufgrund der sozialpolitischen Situation. Społeczna, polityczna jest inna. Vor allen Dingen hängt die Kirche ganz, ganz doll damit zusammen, dass in Polen die Gleichstellung nicht so akzeptiert wird wie in Deutschland. Mein Eindruck ist, dass die beiden Kulturen sich sehr voneinander entfernen und das ist immer mehr sichtbar. In Polen geht im Mainstream so konservatives Denken eher. Und in Deutschland, als auch, also sowohl in Deutschland als auch in Westeuropa, ist es eher aufgeschlossener und liberaler. Wir könnten natürlich auch so Gemeinsamkeiten so finden, was Thema Gleichstellung geht. Aber in Gemeinsamkeiten ist, dass wir immer noch für ziemlich basic Sachen so kämpfen in alle Länder. Dass zwar schon sehr viel passiert ist, was jetzt zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen angeht oder auch, dass Frauen zur Arbeit gehen können, ohne dass sie ihren Partner um Erlaubnis bitten müssen. Aber dass halt auch noch sehr viel zu tun ist, dass gerade so ein unterschwelliger Sexismus noch einfach existiert und dass da einfach sehr viel noch zu tun ist und dass wir am Ball bleiben müssen, um da einfach was bewirken zu können. Ich wünsche mir, dass es erstmal weiter verbreitet werden sollte, stärker verbreitet werden sollte und dass viele Menschen auch einfach sich mal mit dem Thema beschäftigen sollten und nicht nur sagen, oh nein, was soll das denn jetzt? Das passt nicht in unser Weltbild vielleicht rein. Und ich wünsche mir, dass die Leute mal alle tief durchatmen und sich ein paar Dinge erklären lassen und Lust haben, permanent dazuzulernen und neue Menschen kennenzulernen und lernen auszuhalten, dass wir verschieden sind und niemanden tut es weh. Es ist einfach nur verschieden und es ist total okay, so wie du bist und so wie ich bin. Wir sind einfach beide okay und es ist möglich und irgendwie eine Gelassenheit wünsche ich mir. Das ist keine politische Forderung, das ist eher eine psychologische, sowas in der Art. Für ganz Europa bitte. Und dann öffnen wir noch die Grenzen und helfen Menschen, die wirklich in Not sind, nämlich den Geflüchteten, und erfinden nicht irgendwelche Nöte von einer homosexuellen Weltverschwörung oder so ein Quatsch. Genau, eine menschlichere Welt.